Dann. Ach, hier unten sind wir noch gar nicht so weit. Na. Also Kiste wie immer. So. Wir machen direkt zwei, dann machen wir nämlich eine Double Chest. Was für epische Musik hier gerade läuft. So, zack, zack. Die erste Kiste. Und dann könnt ihr euch so vorstellen, die zweite Kiste kommt auf die Höhe und dann hat man hier so schöne Doppelkisten. Das finde ich ganz ansehnlich. Ich will jetzt mal gucken, wer es hier ist. Ich weiß gar nicht. Hier haben wir die Kiste, dann haben wir hier. Genau ein zu wenig. Was macht man denn da rein? Wenn da jemand was einfällt, was man da reinbauen könnte, ich weiß noch nicht, vielleicht einen Gang nach unten oder man macht das zu und macht ein Gemälde dahin oder was weiß ich. Falls euch was einfällt, einfach in die Kommentare posten. Ich bin gerade ein bisschen ratlos für die Stelle. So, erstmal die Fackel noch anbringen. Die alten Fackeln hier wegmachen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, denke ich. Hoffe ich. Sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Also unser Lagerraum ist so weit fertig, dass wir hier schon eine Kiste haben. Ich spiele mit dem Gedanken, auch hier die Treppe nach oben zu bauen. Ich komme noch Zeit mit. Ja, wir bauen die Treppe schon mal so weit. Unos, dos. Und jetzt muss natürlich die Fackel weichen. Das heißt, wir machen die Fackeln da und da. Genau, wir machen noch eine andere Sache, was mir eingefallen ist, und zwar Falltüren. Diese sehen so aus, dass man wie normale Türen einfach sechs Planken anordnet, allerdings nebeneinander. Und da kommen zwei Falltüren raus. Ich glaube, Falltüren da geht gar nicht, weil da eine Treppe ist. Hm, dann da oben. Hallo. So, jetzt sind wir auf dem Haus. Können wir auch die bleiben blöden Blätter da wegmachen, die wir da aus Versehen gepflanzt haben. Und ich würde sagen, wir provisorisch gesehen machen jetzt mal Fackeln hier an die Ränder, dass hier oben nichts spawnt, weil das wäre echt doof, wenn es da so einen Kopf bringt, was irgendwie auf unserem eigenen Haus gespawnt ist. Das ist immer nicht wirklich günstig. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen hier so einen Block. Und dann haben wir da eine Falltür und dann sind wir wunderbar sicher erstmal. So. Ich denke, das ist auch das. Genau, gehen wir noch weiter runter. Das ist auch die perfekte Position für das Ende dieser Aufnahme. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Ja, seit der letzten Aufnahme ist schon einiges an Zeit vergangen. Eigentlich wollte ich auch warten, bis ich ein neues Mikro habe. Allerdings zögert sich das noch ein bisschen hinaus, daher hat es mich einfach zu sehr unter den Fingern gebrannt, hier weiterzumachen. In der heutigen Aufnahme würde ich gerne anfangen, die Mine auszubauen. Dafür werde ich jetzt erstmal gucken, wo wir genau waren. Wir haben hier schon eine Kiste. Ja, ich würde sagen, wir tun erstmal ein bisschen was Material hier wegladen. Mal gucken, was haben wir denn hier, was wir nicht unbedingt brauchen. Den Setzling. Blätter. Ja, das lassen wir erstmal soweit. So, was ich sagen wollte, wir haben Hunger, gut, also nochmal Essen besorgen. Erstmal sieht man hier, ich habe ein neues Texturenpack verwendet. Das werde ich gerne in der Beschreibung unten hinzuposten, falls es jemand interessiert, was das für ein Pack ist. Ich hoffe, es gefällt euch, es bringt mal ein bisschen Abwechslung mit ins Spiel. Ja. Zudem ist das neue Minecraft-Update draußen. Und zwar ist es die Version 1.1. Und wie man sieht, gibt es seit dieser Version auch Äpfel. Ja, die Äpfel fallen jetzt einfach aus den Blättern der Bäume und müssen nicht mehr schwerwiegenderweise gefunden werden. Und zudem, vielleicht sehen wir es jetzt hier, wächst das Fell von Schafen nach. Na komm, fress was. Dann wächst das nach und wir müssen die nicht mehr zwangsweise töten, da sie nutzlos sind, sondern es wächst jetzt nach und man kann es immer wieder abernten. Genau, der Vorführeffekt, hier wächst es nicht nach. Naja gut, wir werden es bestimmt noch sehen.
Ich denke, wir werden damit anfangen, dass wir uns ein bisschen Nahrung... Wie viele Schafe sind hier eigentlich? Unglaublich. Ich denke, wir werden damit anfangen, dass wir uns ein bisschen Nahrung zusammensuchen. Sprich, wir gehen... Bisschen Getreide haben wir, da könnten wir schon mal... Genau, hinten habe ich gesehen, da hinten mal getreidereif. Das machen wir jetzt erstmal weg. So. Die Frage ist jetzt, das wird das Reife sein, denke ich mal, bei diesem Texturenpack. Ja, das sieht gut aus. So, dann brauchen wir die Samen. So. Und so. Ja, so war das nicht geplant, mein Freund. Gib mir dein Fell und jetzt zerstört der Tübelt hier einfach mal die ganzen Felder. Aha, das ist die Hacke. Wunderbar. Wir haben jetzt ein Seed und zwei Felder, die Seeds brauchen. Schlecht. Das ist noch gut. Ja, zudem gibt es bei dem neuen Update auch die Möglichkeit, jetzt endlich Bögen zu verzaubern. Das so viel heißt, wie das Bögen verzaubert werden können und dadurch auch mehr Schaden machen oder einfach unendlich viele Pfeile im Bogen sind. Das ist schon ganz angenehm. Haben wir denn genug Holz für Zäune? Wir haben ein paar Zäune, sehe ich. So prinzipiell würde ich sagen, dass wir hier einfach mal eine kleine Koppel anbringen, wo wir jetzt irgendwelche Tiere reinsperren, die uns Essen liefern. Also Hühner, Schweine oder Kühe. Ich denke Schweine, weil da oben stehen gerade ein paar. Ach genau. Wir machen jetzt erstmal ein paar Brote, damit wir wenigstens wieder laufen können. Brote. Das macht man natürlich oben bei der Workbench und nicht unten im Keller. So, Brote ganz einfach. Dreimal Getreide nebeneinander anordnen. So, jetzt haben wir schon mal vier Brote. Ich würde mal gucken, wie viel Hunger so ein Apfel heilt. Wir sehen, wir haben jetzt drei volle und... 5. Ja gut, dann heißt der halt der 2. Das ist schon mal nicht schlecht dafür, dass der einfach aus Ästen rausfällt. So, mal das Brot gibt 2,5. So, schon zwar satt. Jetzt holen wir uns die Schweine. Ja, ich hoffe, das Texturenpack gefällt uns. Es ist halt mal was anderes. Alles ein bisschen comicartiger, finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe das früher öfter benutzt. Bevor ich das Texturenpack der Honeyball kennengelernt habe, das mir auch sehr gut gefällt, aber ich brauche einfach mal ein bisschen Abwechslung. So. Du und du, komm, guckt euch mein Getreide an und kommt mit. Ja, so war das jetzt nicht geplant, dass sie mich hier alle anhüpfen. Kommt mit. Selbstmordschafe. Ich hoffe, die kommen lebend da hinten an und sterben nicht schon vorher. Und ich auch. Da. Genau, stürzt euch alle da runter. Ich komme hinterher. Einschein. Wo seid ihr denn? Hallo? Na. Warum kommst du nicht mit? Hallo. Ja, ja, die sterben bestimmt noch. So viel runterhüpfen. Komm mit. Muss das andere schon wieder hingehen? Hallo. Die Schafe sind mir eigentlich jetzt relativ egal. Ich glaube, die werde ich dann gleich direkt töten, weil eigentlich wollte ich nur Schweine in diesen Käfig haben. So, Zäune. Ich hoffe, die reichen, das hier wenigstens einigermaßen zuzumachen. Dieses Schwein steht einfach noch draußen. Hallo, komm hier rein. Komm, komm, komm. So. Auf Seite. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Gehege, damit ich jetzt nicht wieder Holz hacken muss und damit das alles hier unnötig in die Länge ziehe aktuell. So, ihr beide dürft schon mal Kinder machen. Hui. Hui. Hallo, nicht du. So. Jetzt hüpfen die so ein bisschen aneinander rum. Und da ist ein kleines Babyschweinchen. Ach, gut. Und so werden wir auf Dauer eine
regenerative Schweinezucht bauen können. So, da oben haben wir noch ein Schwein. Ich denke mal, da holen wir uns mal ein paar Schnitzel. Und dann bauen wir die Mine. Genau. Was mir gerade einfällt, ich habe die Musik jetzt mal komplett weggelassen. Da das wohl ein bisschen zu laut war. Und jetzt probieren wir es einfach mal ohne Musik, ob das auch soweit ganz okay ist. Mal schauen. Dieses Schwein hat natürlich keinen Schnitzel gedroppt. So, jetzt gehen wir mal in unsere ehemalige Pilzfarm. Eigentlich müssen wir die Kiste hier wegräumen. Naja, erstmal bauen wir jetzt hier eine Art Minenvorbau. Mal gucken. Wo sind die Spitzhacke da? So. Die erste Aufnahme, wo diese Aufnahme drin ist, wird noch aus dem alten Take sein. Daher wird da noch Musik sein und ja, es wird dann wahrscheinlich mittendrin umswitchen. So. Zudem ist das Minecraft jetzt auch auf Deutsch. Hier sieht man ja, hier steht das alles jetzt auf Deutsch. Das ist auch neu. Da ist eine Schaufel. Die Hacke sieht fast aus wie eine Schaufel. Das ist natürlich sehr irreführend. Ich glaube, ich finde 5 besser. So. Dafür haben wir zu wenig Holz. Haben wir denn noch Stümpfe? Nein. Gut. Das heißt, wir brauchen Stümpfe. Dadurch, dass wir noch Tag haben, gehe ich jetzt mal da hinten noch ein paar Baumstümpfe holen. Jo. Jetzt wird es doch relativ schnell dunkel. Naja, machen wir den Baum hier weg, haben wir jetzt ein paar Stümpfe. Lass mal von alleine verschwinden. Vielleicht liegen gleich da ein paar Äpfel rum. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon mal? Hier ist auch wieder alles voller Schaf. Und da ist Kohle, die sehr schnell erreichbar ist. Die nehmen wir doch direkt mit. Na, hallo? Ja, mittlerweile ist sogar schon das nächste Minecraft Pre-Release draußen. Also die heißen jetzt Snapshots und kommen jede Woche raus und dort werden dann schon mal die ersten neuen Features implementiert und getestet. Ich bin jetzt noch nicht auf dem Snapshot, weil die Snapshots meistens noch recht buglastig sind und daher nicht so unbedingt das, was ich jetzt brauche. Deswegen spiele ich noch auf der 1.1. Was aber angekündigt wurde, was ich sehr interessant finde, ist, dass es bald Dschungelbiome gibt. Mit ziemlich hohen Bäumen und ziemlich verwuchert von Bäumen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und zudem einen neuen passiven Mob, und zwar das Ozelot. Das kann man wohl auch tamen wie den Wolf. Und dann hat man quasi ein Haustier und diesmal halt eine Katze. Wie das wird, weiß ich noch nicht, aber es sieht schon mal ganz interessant aus. Bietet wieder neue Möglichkeiten und alles, was neue Möglichkeiten bietet, ist doch prinzipiell erstmal gut. Ja. So, unsere drei Schweinchen und das Schaf. Naja, lass mal das Schaf erstmal leben. Das hat uns ja quasi noch nichts getan. So, hier nochmal, zack, 17 Holz, das dürfte doch... Oh, da oben sehen wir schon einen Creeper, die sehen jetzt teilweise anders aus. Normal sind sie ja grün, der ist jetzt blau. Den werden wir doch direkt mal aufs Korn nehmen. Und er kommt hier runter gehüpft. Dürfte jetzt schon mal ein bisschen angeschlagen sein. Und zack. Na, wo bist du? Da. Diese Texturenbox unterstützt nämlich Random Mobs. Das heißt,
dass gleiche Monster ein bisschen unterschiedlich aussehen können. Und ja, bei den Creepern sah man ja schon mal, dass sie anders aussehen jetzt. Es gibt blaue, rote, grüne und was weiß ich, da ist schon mal eine Spinne. Ich denke, die werden wir jetzt direkt mal mitnehmen, weil ich brauche unbedingt noch ein bisschen Spinnenseide für einen Bogen.